Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr die Wunderwaffe zusammenbauen könnt. Als erstes natürlich ganz wichtig, ihr braucht erstmal Punkte, weil wir müssen ja auch Türen aufkaufen und deswegen farmen wir jetzt mal so ein paar Zombies und können auch mal so ein bisschen die ersten Runden einfach nur die Zombies killen. Wieso überrascht mich das? Habt ihr das getan, müssen wir einen Megaton killen und von ihm die Schlüsselkarte aufsammeln. Das habt ihr gerade gesehen, das ist diese gelbe Karte, welche eben der erste Megaton fallen lässt. Und dann gehen wir auch schon Richtung Strom. Allerdings gehen wir nicht direkt zum Strom, sondern biegen ab zum Waffenlabor. Da müssen wir nämlich jetzt die Schlüsselkarte abgeben. So, wir geben hier gerade die Schlüsselkarte ab und ihr seht, wir bekommen jetzt eine TOT-Fernsteuerung. Diese brauchen wir jetzt. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt geht es Richtung Wohnzimmer. Im Wohnzimmer angekommen, hört ihr natürlich schon die TOT-Fernsteuerung gerade reden. Und hier in der Seite müssen wir dann auch das Ganze einsetzen. Allerdings wartet erstmal und farmt ein paar Zombies. Also solltet ihr in die nächste Runde gehen, solltet ihr nicht mehr genügend Zombies haben, so einen kleinen Train ansammeln und dann die Fernsteuerung einsetzen. Zwischendurch kann es natürlich passieren, dass ein Zombie durchkommt. Das heißt, ihr müsst natürlich auch ein bisschen aufpassen, den notfalls dann auch töten. Und dann wartet ihr, bis die TOT euch eine Meldung gibt, welche hier gerade auch steht, dass er eben das Maximum erreicht hat. Jetzt müssen wir einmal die TOT entladen und können sie hier jetzt auch schon aufnehmen. Und dann solltet ihr jetzt auch die Trophäe für die Wunderwaffe bekommen haben, zumindest dass ihr die TOT gebaut habt. Ich zeige euch jetzt noch eine weitere Trophäe und zwar geht es jetzt um den Megaton. Davon die beiden Hälften mit einem Schuss zu töten, das geht nämlich einwandfrei mit der Wunderwaffe. Und zwar braucht ihr dafür einmal eben den Megaton, welcher dann nach dem ersten Mal totschießen in zwei Hälften sich spaltet und eure Wunderwaffe. Dann zielt ihr natürlich mit R2 drauf, die sollten sehr nah aneinander stehen und schon bekommt ihr radioaktiver Abfall. Wichtig ist, dass ihr R2 gedrückt haltet. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.